Die Staufer Festspiele präsentieren Stadtgeschichten. Stadtgeschichten ist eine Produktion der Staufer Festspiele Göppingen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kulturschaffende aus der Region zu Wort kommen zu lassen und über ihre aktuelle Situation zu berichten. Zudem treffen wir uns mit Menschen aus Göppingen, die im sozialen Bereich tätig sind und ihre spannenden Projekte bei uns vorstellen. Stadtgeschichten. Heute mit... Hallo, ich bin die Nicole Willmann. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin hier im Kreis Göppingen als Pflasterpass-Kursleiterin tätig. Das heißt, ich biete Erste-Hilfe-Kurse für Kinder ab 4 Jahren an, nach dem Pflasterpass-Konzept. Die Pflasterpass-Organisation ist eine gemeinnützige Organisation, die ihren Sitz in Berlin hat und sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst bundeseinheitlich eine Erste-Hilfe-Ausbildung für Kinder ab 4 Jahre anzubieten, dass es einfach eine Einheit gibt. Zusätzlich haben wir von Pflasterpass jetzt noch einen neuen Kurs aufgrund der momentanen Corona-Situation entwickelt. Darum geht es, dass die Kinder im Kindergarten die Hygienerichtlinien kennenlernen. Was ist ein Virus? Wie erklärt man das kindgerecht? Und warum muss ich jetzt so oft Hände waschen? Warum ist jetzt in der Kita manche Sachen anders? Die Kurse, die basieren immer auf einer Geschichte von einem kleinen Igelchen. Das kleine Igelchen ist mit seinen Freunden im Wald unterwegs und erlebt viele Abenteuer. Und wie es oft so ist bei Abenteuern, geht nicht immer alles so glatt, wie es sollte, und es kommt hin und wieder zu kleineren oder auch größeren Verletzungen. Und ich mache hier einfach mal auf. Die Geschichten werden immer anhand von einem Kamishibai erzählt, also so ein Erzähltheater, in dem mehrere Foliensätze drin sind und die Kinder dann einfach bildhaft in die Geschichte mit eintauchen können und das miterleben. Dann sieht man hier schon, der Igel hat Glück, er wusste sich zu helfen und hat seine Freunde rufen können, die natürlich auf dem Weg zu ihm sind. Und jetzt mal schauen, was mit dem Igel passiert ist. Und in dem Fall werden dann die Kinder in die Kurse darauf sensibilisiert, wie kann ich Hilfe leisten, warum ist es wichtig, dass ich jemand Hilfe leiste und was kann ich in meinem Alter von zum Beispiel 4 Jahren schon machen, dass ich jemand helfen kann. Und da beginnen dann in dem Kurs immer die praktischen Übungen, die sind ganz beliebt bei den Kindern. Da wird schon immer drauf hingefiebert, und zwar lernen die Kinder, wie man ein Pflaster jemand anders aufklebt oder auch wie man jemand anders einen Verband anlegt. Und da sind sie immer mit ganz viel Eifer dabei und sind dann ganz stolz, wenn sie selber einen Verband am Arm haben. In der höheren Pflasterpasskurse, also ab Silber und Gold, spielt dann auch die stabile Seitenlage eine große Rolle, die den Kindern auch so vermittelt wird, dass sie wirklich so im Gedächtnis verankert bleibt, dass sie auch nach mehreren Monaten diese noch perfekt umsetzen können. Und auch gerade in den höheren Kursen wie Silber und Gold arbeitet man ganz viel mit der Unfallverhütung auch. Nicht nur, was macht man, wenn ein Unfall passiert ist, sondern auch, wie kann man einen Unfall vermeiden, auf was muss man da achten. Und da arbeitet man dann so mit Wimmelbildern, mit ganz vielen gefährlichen Situationen. Und die Kinder sind da richtig gut drin und finden da wirklich ganz viele Gefahrenquellen und können dann auch sagen, wie man es vermeiden kann oder was man dann macht, sollte doch was passieren. Wenn die Kinder dann fertig sind, ihren Kurs beendet haben, kriegen sie ihren Pflasterpass. Da sind sie dann immer ganz arg stolz drauf. Da kommt ein Stempel rein. Je nachdem, welchen Kurs sie besucht haben, Bronze, Silber oder Gold, mit Bild und Name. Und dann können sie zu Hause ganz stolz zeigen, was sie gelernt haben und dass sie einen Pflasterpass besitzen. Und dann gibt es noch einen Button dazu, auf dem steht, auch ich kann helfen, dass sie einfach wissen, ja, ich kann helfen. Genau. Und wie ich es vorher schon angesprochen habe, gibt es nur den zweiten Kurs, den Hygienekurs. Der ist jetzt einfach entstanden, weil aufgrund der aktuellen Situation
dürfen wir ja hier im Kreis noch nicht in den Kindergarten kommen und die Erste-Hilfe-Kurse wieder anbieten. Aber es gibt einfach auch ein anderes Kurskonzept, wo einfach den Kindern nochmal verdeutlicht, was ist eigentlich Corona? Man hört es immer nur. Was ist es wirklich? Dann wird einfach der Virus den Kindern nochmal ganz deutlich in kindgerechter Art und Weise verdeutlicht, was ist ein Virus, wo kommt der vor? Und dadurch wird es den Kindern auch verständlicher, warum sie immer die Hände jetzt waschen müssen, wie muss ich die Hände waschen, dass sie einfach nicht nur die Hände unters Wasser halten, sondern wirklich ihre 20 Sekunden waschen, dass das wichtig ist. Und was für die Kinder auch immer schwierig ist, warum laufen jetzt so viele Menschen mit Mundschutz rum? Darauf wird in dem Kurs auch nochmal eingegangen, warum braucht man einen Mundschutz, warum sollte man den tragen, und dass es einfach für die Kinder ein bisschen verständlicher ist, was die ganze Situation auf sich hat, weil die kleineren Kinder, die hören es nur, die kennen die Einschränkungen, aber die verstehen noch nicht wirklich, warum das jetzt alles so zustande gekommen ist. Und dann ist es ganz sinnvoll, eigentlich in dem Kurs das kindgerecht nochmal zu verdeutlichen. Beide Kurse biete ich an, auch für Kindergärten und Schulen. Und falls da Interesse bestehen würde, es gibt von mir eine Homepage, die heißt www.kleine-retter-große-helfer.de. Da sind einfach die ganzen wichtigen Informationen nochmal drauf. Da kann man sich dann auch bei mir melden oder nochmal nachfragen, wenn Interesse an einem Kurs besteht. Und würde mich natürlich freuen, wenn sich der ein oder andere melden würde für einen Kurs. Guten Tag, liebe Autokino-Besucher. Herzlich willkommen bei den Staufer-Festspielen. Gerade haben Sie Nicole Willmann in dieser Präsentation gesehen. Und ich begrüße Sie heute bei unseren Stadtgeschichten. Frau Willmann ist seit 2005 Gesundheits- und Krankenpflegerin im Christophsbad hier in Göppingen. Außerdem ist sie bei der DLRG für die Erste Hilfe und die Schwimmkurse zuständig. Guten Tag, Frau Willmann. Hallo. Ich habe gelesen, dass Erste-Hilfe-Kurse Ihnen sehr am Herzen liegen. Sie machen Erste-Hilfe-Kurse für kleine Kinder. Wie klein sind denn die Kinder und warum gerade für die kleinen Kinder? Wie kam es denn dazu? Also ich biete Erste-Hilfe-Kurse für Kinder ab 4 Jahren an, also ganz kleine eigentlich. Und dazu kam es, ich bin ja in der Erwachsenen-Erste-Hilfe-Ausbildung auch tätig und habe dann immer gemerkt, dass so bei den Erwachsenen so eine Hemmschwelle besteht, dass die einfach Angst haben zu helfen, weil sie Angst haben, sie machen was falsch. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und habe gedacht, vielleicht könnte man ja, wenn man bei kleinen Kindern schon anfängt, das zu machen, dass es einfach für die Kinder dann leichter ist, später mal zu helfen, weil sie es einfach von klein auf kennen und gelernt haben und dass dann die Hemmschwelle erst gar nicht so entsteht. Genau, da die Kinder einfach noch hoch motiviert und ganz begeistert bei der Sache sind und sich gar nicht so viele Gedanken machen, was könnte schief gehen, wie es jetzt ein Erwachsener tut. Könnten Sie zum Pflasterpass noch etwas sagen? Also der Pflasterpass, das ist eigentlich wie das Seepferdchen oder die Schwimmabzeichen für die Kinder, aufgebaut in Bronze, Silber und Gold. Und jedes Kind erhält dann nach abgeschlossenem Kurs jeweils einen Stempel rein in den jeweiligen Igel. Und dann sind sie natürlich immer ganz stolz, wenn sie das vorweisen können. Genau, und der Pflasterpass leitet sich eigentlich ab von der gemeinnützigen Organisation Pflasterpass, die einfach die Kurse ins Leben gerufen hat, um wirklich die bundeseinheitliche Erste-Hilfe-Ausbildung für Kinder ab 4 Jahren zu ermöglichen und zu gewährleisten. Genau. Wie hat sich denn jetzt oder wie haben sich die Kurse verändert im Hinblick auf die Corona-Pandemie? Gibt es da irgendwelche Veränderungen oder mussten Sie Veränderungen vornehmen? Also momentan dürfen wir ja keine Kurse anbieten, einfach weil die ganzen Kindergärten und Schulen noch geschlossen sind. Deswegen gab es da bisher jetzt noch keine Veränderungen. Wenn das natürlich wieder anläuft, wenn die Kindergärten wieder aufmachen und auch die Schulen, dann muss man natürlich gucken, wie ist mit den Hygieneverordnungen, wie ist auch in den Kindergärten, was sind da die Schwerpunkte oder worauf muss man achten in den verschiedenen Kindergärten. Und einfach die Hygiene muss man dann
mehr im Blick haben. Man hat sie schon immer im Blick gehabt. Bei der Erste-Hilfe-Kurse gab es immer Hygieneverordnungen, die einzuhalten sind. Jetzt natürlich nur verschärft und muss man sich einfach dran halten und einfach die Kinder dann auch sagen, bevor sie irgendwas machen bei ihrem Nachbarn, Hände waschen oder dann auf Abstand gehen. Mhm. Solche Sachen, die man dann einfach die Kinder erklären kann, warum das jetzt so ist. Das sind so Sachen, wo man vielleicht ein bisschen drauf eingehen muss und Rücksicht nehmen muss, aber im Großen und Ganzen finden die Kurse dann eigentlich wieder ganz normal statt, unter kleinen Einschränkungen. Okay, und das bedeutet aber, dass es keine Online-Kurse gibt. Also das heißt, sie müssen wirklich darauf warten, bis die Kindertagesstätten wieder geöffnet haben. Genau, also unser Ausbilder, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, der hat Anfang von der Corona-Krise so kleinere Videos in YouTube gestellt unter Pflasterpass TV. Da gibt es dann auch immer wieder so kleinere Ausschnitte aus dem Programm, das sich die Kinder jetzt anschauen können. Aber so einen kompletten Kurs online gibt es nicht. Also gibt's der nicht. Wird dann wirklich direkt bei den Kindern gemacht. Und wenn ich jetzt so einen Kurs bei Ihnen buchen möchte, mache ich das dann auch über die Homepage oder wo kann man denn so Pflasterpass-Kurse buchen? Genau, also das wäre dann direkt über meine Homepage. Mhm. Das sind alle Kurse, die ich anbiete, hinterlegt. Und da kann man sich dann im Kontaktformular einfach melden und sagen, was für einen Kurs man möchte, weil ich biete es ja nicht nur im Kindergarten oder in der Schule an. Ich bin auch auf Kindergeburtstage, komme ich vorbei und biete es da an, so als kleines Rahmenprogramm oder auch für Zeltlager und Freizeiten. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Pflasterpass zu buchen oder in der Villa Butz in Göppingen bin ich auch tätig als Kursleiterin. Und ja, gibt es mehrere Anlaufstellen, aber über die Homepage ist immer ganz praktisch. Okay. Genau. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Der Igel, der hatte sich verletzt in Ihrer Präsentation. Und der musste sich so einen Spruch merken. Könnten Sie diesen Spruch nochmal wiederholen, den sich der Igel merken muss? Also da ging es ja darum, dass der Igel Hilfe gebraucht hat im Wald und die Kinder werden dann einfach gefragt, was machen wir, wenn wir Hilfe brauchen oder wie können wir das machen, und nach ganz viele kreative Einfälle kommt dann auch oft die Rückmeldung, ja, wir brauchen den Notarzt, wir brauchen einen Krankenwagen, und da das ja die Nummer, die 112, wirklich wichtig ist für die Kinder, dass sie die wirklich gut im Kopf haben, gibt es so einen Spruch, den wir mit den Kindern immer machen. Da brauche ich jetzt gleich meine beiden Hände. Und zwar sagen wir immer die Daumen. Ich halte mal das Mikrofon. Die Daumen, die hat ja für gewöhnlich jeder dabei. Und jeder hat auch zwei Daumen. Und deswegen machen wir mit den Kindern dann immer den Spruch 1 und 1. Also ein Daumen und ein Daumen gibt zwei Daumen. Also 1 und 1 macht 2. Damit rufe ich mir den Rettungsdienst herbei. Und das können Sie sich immer relativ gut merken mit den Daumen, weil die ja auch immer dabei sind. Und dann sagt man auch immer, wenn ihr aufgeregt seid und es nicht mehr wisst, guckt nur auf eure Daumen, die habt ihr immer dabei, die lasst ihr nicht daheim. Und dann kommt immer ganz schnell wieder die 112. Und das ist eigentlich so für die Kinder ein guter Merkspruch und der kommt dann wirklich nach Monaten immer noch. Super, gut, ja. Dann müssen wir uns das merken. 1 + 1 macht 2. Genau. Ja, vielen Dank für dieses Interview, Frau Wehmann. Gerne. Noch einen schönen Tag und dem Publikum wünsche ich natürlich einen schönen Film hier im Autokino.